Was macht ihr denn hier so? Also im Moment sind wir gerade dabei, noch ein bisschen Merchandise zu verteilen, aber generell sind wir hier im Bereich Jobs und Karriere, was von der Zeitschrift Making Games initiiert wurde. Also wir sind Crytek aus Frankfurt und wir sind heute schon hier, um einfach im Rahmen des Fachbesuchertags auch so ein bisschen Kontakte zu knüpfen, und ab morgen ist hier High Life mit Präsentationen und allem. Das heißt, wir werden also pro Tag auch 2 Präsentationen halten über Arbeiten bei Crytek, wie es ist in internationalen Teams und ja, Praktika in der Games-Branche, warum sollte man die überhaupt machen, bringen die was, wenn ja, was, wenn nein, was nicht. Und über unsere Engine werden wir auch ein bisschen sprechen, weil wir die ja jetzt auch demnächst zum Download anbieten. Das heißt, also die neue CryEngine, ja? Genau, jeder, der mit ihr arbeiten möchte, kann die Engine jetzt auch bekommen. Sie ist so lange kostenlos, solange man sie halt einfach nutzt, um selber damit Projekte zu machen, also im Hochschulbereich nach wie vor. Und ja, da können allerdings unsere Kollegen, die in Halle 4 sind, noch wesentlich mehr dazu sagen. Also wir sind mehr für den HR-Bereich zuständig. Also macht Crytek in nächster Zukunft den deutschen Standort dann doch nicht zu? Also wenn es da Gerüchte dieser Art gibt, dann kann ich die nur vehement dementieren.